Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Ja, was kann ich heute zur Daily Challenge sagen? Die 1431 Meter, die werden sich natürlich noch im Laufe des Tages ein bisschen verändern, nehme ich an. Aber es ist trotzdem ein schöner, ja, also man kommt eigentlich recht einfach durch. Gerade Murphys Katakomben haben ja die Eigenschaft, dass sie gerade am Anfang hier so die ersten 300 Meter, kann man eigentlich kaum sterben. Also da muss man... hat man keine besonderen großen Anstrengungen, man muss halt hier mal zwischendurch ein bisschen schlagen, aber jetzt der Einsatz irgendwie großartig hier oben vom grünen Typ beschränkt sich halt eben auf die paar Plattformen. Ja, ansonsten, ja, ihr seht hier, wie ich hier durchrenne an, bei dem Teil. Und ja, heute gibt es eigentlich auch wieder, Murphys Katakomben hat ja auch immer so die Eigenschaft, dass es doch manchmal ein bisschen buggy ist. Heute kam es bei mir jetzt einmal zwischendurch vor, dass ich eben an der Wand stehen blieb und halt eben nicht weiterkam und deswegen gestorben bin. Aber das werde ich euch nachher dann nochmal in einem extra Video zeigen, was da genau passiert ist. So, wir rennen hier weiter durch, sind jetzt schon kurz vor der 600 Meter Pause. Hier noch einmal hier die Kugel abschlagen, das kennen wir alles schon, die Elemente. Hier auch wieder die Augen halt eben entsprechend wegschlagen. Und hier ist auch schon die 600 Meter Pause. Jetzt kommen wieder die Veräpplungsspiele rein. Das heißt, hier schön abschneiden, hier einmal die Springübung. Und schon können wir uns wieder an die Ringe hängen und entsprechend weitergehen. So, der Teil hier ist auch leicht, da müssen wir auch nicht großartig beachten. Hier auch immer Sprungschlag, Sprungschlag, Sprungschlag. Dann kommen wir da auch schön durch. Hier auch wieder dieses hier, da kann man eigentlich auch nichts großartig falsch machen. Immer schön große Sprünge. Auch hier groß ran, auch wieder das Auge wegschlagen. Und dann sind wir eigentlich schon fast bei der 900 Meter Pause und die kommt genau hier. Und auch jetzt zieht es nicht großartig von der Schwierigkeit her an. Hier natürlich einfach die Sachen wieder weg, den hier abschneiden. Das ist jetzt mal zwischendurch eine kleinere, schnellere Variante. Aber auch jetzt kommen wieder halt eben diese Ringspielereien, welche nicht großartig schwer sind. Hier können wir einfach drüber springen. Früher habe ich die ja auch weggeklatscht, die Augen. Ich habe es jetzt heute mal ein bisschen noch geübt und habe festgestellt, man kommt eigentlich recht gut auch über die Augen drüber. Und wird das wahrscheinlich in zukünftigen, wenn ich dieses Element halt eben bekomme, dann auch öfters zuspielen. So, die 1200 Meter Pause ist schon da. Hier springen wir wieder direkt hoch. Auch hier wieder über das Auge entsprechend drüber, kleiner Sprung danach mit Propeller. Hier hochspringen, drüber rennen und dieses Element, das kennen wir ja noch aus allererster Zeit. Also wie oft wir das schon gespielt haben, weiß ich auch nicht. Hier ganz wichtig, wieder Controller rüber und kurz vor dem mittleren Knoten hier entsprechend rüber. Da dachte ich eigentlich, okay, jetzt zerbröselt es mich, weil ich nicht richtig die Schlagposition bekommen habe. Aber es ging trotzdem schön weiter. Und ja, dafür warten wir jetzt auch mit der 1500 und jetzt zieht es mit dem Schwierigkeitsgrad deutlich an. Wir sind auch schon über der Goldgrenze drüber. Also hier einmal drüber, hier den Sprung, hier weiter runter auf den Ring, einmal hoch rüber, rüber aufs Seil, den runterziehen. Jetzt jeweils immer über die Kissen halt eben drüber. Und ja, jetzt noch einmal hier dieses Überspringen, das kennen wir eigentlich auch recht gut. So, und bekommen jetzt hier nochmal halt eben den Sprung beim zweiten Abspringen. Genau, hier dieses Mal verwischen wir ihn besser. Sind jetzt schon bei 1900 Meter. Hier wieder vom Kasten abholen lassen, ganz vorsichtig drüber. Und hier springe ich gegen den. Also hätte ich eigentlich auch noch schaffen können. Aber 1969 Meter sind eigentlich auch ein schöner Wert. Schauen wir dafür einfach mal in die Statistik. Wie das Ganze aussieht, Jones werden wir aber eh nicht erreichen mit 13 Kilometer. Also Platz 11 und bis zum nächsten wären es jetzt auch nochmal 10 Meter. Ich muss mal gucken, ob ich es nochmal probiere. Wenn ich nachher noch Zeit habe, werde ich das auf jeden Fall machen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gib ein Like und ja, bis morgen.